nebenbei hier dieses Adlerauge Dings. Sehe aber noch nichts. Okay, was ich sagen muss, ich finde. Ja, du kannst da auch. Verdammt, da komme ich nicht hoch, aber an der Seite. Aber hier eventuell. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und ab. Uiuiui, das ist hier aber auch ein Weg. Eine Schatzkiste. Meine. Meins. Ja, eigentlich falsche Taste nur gedrückt. Kann mal passieren. Oh, und ein Kladagiering. Ein Ring. Ja. Was es damit auf sich hat, weiß ich selbstverständlich noch nicht. Aber das, wow, das war saumäßig knapp, Ezio. Uiuiuiui. Uiuiuiuiui. Das sieht heftig aus. Wow. Geile Aussicht. Tresor, Einkommen gezahlt. 48 Florin. Nice. Sehr schön, haben wir unser erstes Einkommen hier bekommen. Und Schaden genommen. Oh, war so klar. Ah, verdammt. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg wieder zurückzugehen. Gut, sterbe ich einfach, warum nicht? Ist viel einfacher so. Das war, ich wollte sterben. Daran lag, dass ich unterbreche den Ladevorgang hier. Bis gleich. Ja, hätte ich mir eigentlich auch schon wieder sparen können, den ganzen Spaß. Komm her, Pferdchen. Juhu, brav. Voll geil mit dem Pferd rufen und so. Rufen wir mal die Karte auf und schauen uns mal hier um, Alter. Ich bin im Arsch der Heide inzwischen. Ich will jetzt erstmal versuchen, ja. Aussichtspunkt. Ich will versuchen, jetzt erstmal alle Aussichtspunkte hier zu bekommen, die in der Nähe sind. Ach, nur 300. Alter, Rom ist voll riesig. Heftige Lage. So. Mal schauen. Oh, tut mir leid. Natürlich kann ich da noch nicht hin. Fickt euch doch einfach. Esquilino, der südlichste der sieben Hügel Roms. Der Esquilin war ebenfalls ein beliebtes Wohngebiet. In seiner Demonstration von Humanität und Großzügigkeit konfiszierte Nero den Grundbesitz und ließ sein riesiges goldenes Haus hier errichten, das gelinde gesagt opulent ausgestattet war. In einer Demonstration von Humanität und Großzügigkeit. Das ist schön ausgedrückt. So, da können wir also nicht hin. Alles klar. Dann bleibt uns ja nicht viel anderes übrig, als dahin zu reiten. Animus verlassen? Wieso ist da ein Ausrufungszeichen? Ausrufezeichen? Ich versuche einfach mal jetzt. Dorten. Alles klar, 200 Meter ist geritzt, das Ding. Da kann ich auch noch nicht lang. Alter, könntest du mal reiten? Was ist denn das Pferd so störrisch hier? Frechheit. Ein Aussichtspunkt. Endlich einer, wo ich auch mal rauf kann, hoffen. Nein, natürlich nicht. Auch. Das ist doch beschissen. Los, mein Pferdchen. Hui. Den Brief zu Machiavelli bei den Trachanstermen bringen.
Alter Schwede! Haben die hier auf mich gewartet? Ha! Verreckt! Alter! Bam! Finde ich gut, dass man auch, wenn man gerade am Angreifen ist, oder wenn man gerade am Kontern schon ist, noch, Alter, das gefällt mir gerade gar nicht, auch Gegner noch weiter kontern kann. Weil das, im zweiten Teil war es ja genauso wie im ersten, dass man dann unverwundbar war. Alter, was leckt das gerade so? Ich habe doch gar nicht so wenig Frames. Bam! Gut, die sind alle tot. Anhänger des Romulus. Weiß ich nicht, jetzt sind sie tot. Keine Gesundheit verlieren, ach ja. Wir müssen von hier gekommen sein. Gut, ja, scheiß drauf. Mach ich einen anderen Mal die volle Synchronität. Hole ich vielleicht irgendwann nach. Ich will das jetzt nicht im Let's Play nochmal machen, quasi. Das wäre, glaube ich, etwas zu nervig. Ja, durchaus. Ich finde auch ein bisschen kacke, dass das da mit den Abgrenzungen nicht ganz so klar ist. Oh, cool. Was haben wir denn hier? Die Hallen von Nero, den Schrein des Romulus finden. Die Erinnerung innerhalb von 8 Minuten beenden. Okay. Vier Hebel gibt es. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Ja. Guter Start. Alter. Die Maus geht mir noch ein bisschen auf den Sack hier, muss ich sagen. Aber ansonsten... Jawohl. Das hat doch super geklappt. Gut, Nummer 1 haben wir. Okay. Ah, ist brüchig. Und wenn da zu viel Wasser drin ist, bricht er wahrscheinlich durch. Würde ich jetzt mal so spontan tippen. Und Nummer 2. Schick, schick. Nummer 3 ist hier. Ja. Na. Und Nummer 4 kommt dann gleich auch noch. So, wo haben wir Nummer 4? Da lang können wir. Hopp. Scheiße! Okay, das kostet natürlich Zeit hier. Die ich nur bedingt habe. Und rüber mit, ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Ab. Danach ist das wahrscheinlich eh noch nicht so wirklich vorbei, aber dennoch. Guter Start hier. Habe ich nachher mehr Glück. Na, bricht der Boden durch oder was? Ja. Hab ich's doch gewusst. Das hat man schon gesehen. Und runter mit dir. Ganz unauffällig und dezent. So, hier lang geht's. Jawohl. Was haben wir denn hier? Da geht's nicht weiter. Gehe ich mal hier lang. Oh, eine Flagge. Wieso haben die Flaggen hier in den unterirdischen Katakomben?
Hier scheint es hochzugehen auf jeden Fall. Aber nicht so. So auch nicht. Shit. Ich weiß gerade nicht. Jetzt weiß ich's. Hopp. Boah, Ezio. Oh. Nein! Ich hab Leertaste gedrückt. Schon wieder. Los, jetzt aber hinne, mach hinne, mach hinne, mach hinne. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich glaube, ich habe die falsche Seite gewählt. Den längeren Weg habe ich, glaube ich, genommen. Gut, schauen wir mal. Und hab... Oder aber es soll nur aussehen wie der längere Weg und ist in Wirklichkeit der kürzere Weg. Jedenfalls habe ich es jetzt geschafft hierhin. Und ich betätige den Hebel jetzt. Okay. Das ging schnell auf. Feuer. Macht es schön warm hier drin. Okay, da lang. Ach so, ja klar. Fackelt das hier alles ein bisschen. Da hinten muss ich ganz hin. Nein. Oh. Jawoll, und hoch. Okay. 8 Minuten werde ich wohl eher nicht schaffen. Also ich bezweifle es. Hoch mit dir. Nicht lang schnacken. Nett, dass er mir so bereitwillig den Weg zeigt, da, die Statue. Hopp. Ja, ist doch klar, dass ich das da nicht rüber schaffe. Mann, ich muss hier hoch. Es war wieder so eine beschissene Kameraeinstellung hier, wie so oft. Oh, da fehlt ein bisschen was von. Hopp. Uiuiuiui, das ist ja aber auch wieder Klettern vom Feinsten. So wie man es von Assassin's Creed gewohnt ist. Hopp. Oh ja. Und hopp. Das wäre echt bitter, wenn man hier noch runterfällt. Müsste man wieder zurück zum Anfang. Okay. Wieder eine kurze Szene. Alles klar. Oh, freundliche Gesellschaft. Alter, was ist das gerade wieder so langsam hier? Leckt hier gerade alles. Na, ja, Fraps-Aufnahme und Rendern, das ist dann doch irgendwo ein bisschen Fille. Ne? Eine Kiste, jawohl, wir müssen hier durch. Da kommen wir allerdings nicht durch. Kommen wir denn da irgendwie hoch? Oder so? Acht Minuten, das kannst du.